Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Sticky Kit. Sticky Club Kit. Cute Kit. Wie auch immer. ja, ich bin da immer noch im Rückstand. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was welche das jetzt ist. Dezember. Ich schätze mal Oktober oder November Box. Ich schätze mal, entweder das ist das Oktober- oder das November-Kit. Ja. Ich werde es dann auf alle Fälle in die Überschrift packen, welches genau es ist. Vernagelt mich nicht drauf fest. Und wir schauen mal rein. Da sehe ich schon schöne Sachen. So, das Thema gucken wir uns als erstes an. Das ist HOOTD, also Outfit of the Day. Auch ein cooles Thema. So, und dann gucken wir mal, was da so dabei ist. Gucken wir erstmal hier unten. Erstmal haben wir hier wieder so einen dieser schönen Stoffaufkleber. Ein Turnschuh. Ist auch mal was Cooles. Mit einer kleinen süßen Erdbeere drauf. So, und dann haben wir hier Sticky Notes. Ich weiß gar nicht, ich schätze mal, das sind jetzt alles die gleichen. Oder sind das einfach nur Cards? Oh, aber das ist tatsächlich vom Sticky Club. Es sind Sticky Notes. Ja. Und sie haben tatsächlich alle eine Goldfolierung. Also nicht nur das erste Blatt. Richtig, richtig schön. Ja. Und so eine Handtasche hätte ich ja auch gerne. Die ist ja cool. Ja, sehr, sehr schön. Die packe ich mal wieder hier ein. Und dann haben wir hier erstmal eine Büroklammer in Form einer Schleife. Ach so, und zu Neudeutsch heißt es ja jetzt Paperclip. Also ein Paperclip in Form einer Schleife. Sehr, sehr schön. Aber die würde ich wahrscheinlich eher so seitlich dann einstecken, weil wenn dann so, dann sieht es aus wie eine Sanduhr. Nee, also dann so von der Seite. Ja, ich bin übrigens immer noch erkältet. Und das kann ich auch nicht abstellen. Also, ja. Dann haben wir hier einen goldfolierten einzelnen Foliensticker. So eine grimmig guckenden Katze mit Luftballons. Diese. Die sieht ja komisch cool aus. Also irgendwie ist die echt cool, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gruselig. Das ist hier die gleiche wie da, nur in klein. Und das hier sind, die sind alle aus Papier, soweit ich das merke. Hier eine mit so schlafend. Hier mit Blümchen. Hier den Rucksack finde ich auch sehr niedlich. In Schuluniform. Yes und No. Zwillinge. Und hier nochmal mit dem Rucksack. Also jeden zweimal. Irgendwie sind die echt süß und gruselig zugleich. Aber ich denke mal, die werde ich schon benutzen, weil irgendwie sind die cool. So, dann gucken wir mal hier hinten rein. Habe ich alles? Ja. So, da haben wir hier. Fange ich mal an? Fange ich da an? Fange ich dort an? Ich fange mal mit dem hier. Haben wir hier so ein Set Katzensticker. Das ist. Ich schätze mal. Washi. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt halt diese Washi-Sticker auf der Rolle und da gibt es halt auch solche mit Katzen und verschiedenen Kleidungen und Beinen und man kann sich die dann so zusammenstellen, wie man sie halt gerade braucht. Und diese Rollen, die sind im Dreier-Set immer und relativ teuer und deswegen ist es ganz cool, halt das dann mal so zu haben, auch wenn ich jetzt nicht so der Freund bin von halt Tierköpfen auf Menschenkörpern irgendwie. Huch, das steht auf dem Kopf. Alle anderen sind richtig rum, aber das hier steht auf dem Kopf. Muss man nicht verstehen.
Naja, egal, aber an sich werde ich die auch verbrauchen können. Also, das ist jetzt nicht schlimm, dass die jetzt Katzenköpfe haben. Okay. Ja, ich bin halt nur nicht so der Typ, der sich die dann so kaufen würde, die es auf der Rolle gibt oder halt dieses Sticker-Set. So. Ja. So, dann haben wir hier, das mache ich jetzt mal hier auf der Rückseite. Ja, hier Outfit. So Alltagsgegenstände auch so ein bisschen. So ein Sticker-Set. Hier auch zum Beispiel mit so einem Light, ein Pflaster, hier so eine Instax-Kamera, Kaugummiautomat und sowas alles. Ja. Ich finde die Farben auch sehr schön von dem Set. Nicht alles immer nur rosa. Dann haben wir hier so eins mit solchen Mädchen. Auch echt süß. Auch wenn die irgendwie alle gleich gucken, aber das macht jetzt nichts. Ist trotzdem süß. Dann haben wir hier auch wieder so mit so verschiedenen Tierköpfen, Outfits. Ja, wie gesagt, also so an sich würde ich mir in solche Sticker halt nicht kaufen, weil ich das halt nicht so schön finde. Andere finden das halt niedlich, ich finde das halt nicht so. Aber ich verbrauche sie halt jetzt trotzdem, weil ich sie da habe. Und da werde ich dann auch Verwendung für finden, weil ich sie jetzt auch nicht, ich finde sie jetzt nicht hässlich oder so. Ich würde sie halt mir nur nicht selber kaufen, sage ich jetzt, ne? Weil ich da andere niedlicher finde. Aber der Hamster ist zum Beispiel süß. Der Pinguin. Ich finde, zu dem passt das irgendwie. Zu dem Pinguin. Ja. Der Hamster ist auch süß. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht seht ihr es ja dann auch später. Und dann haben wir hier auch noch mal einen. Der Outfit of the Day. Naja, die haben halt so Verkleidung und so, ne? Hier so Cheerleader. Hier so ein kleiner Räuber. Getränkdose. Hier so ist Sphinx. Was ist das? Pharao? Oder wie heißt der Todesgott? Anubis? Der Ninja. Schon cool. Ja, das ist auch ein vielseitiges Set. Hier, guck. Der in der Eistüte versteckt. Echt cool. Hier ist Toastbrot. Oder hier ist Kirschblüte. Süße Ideen auf alle Fälle. Und dann haben wir hier Corgis. Ja, ich glaube, die hatte ich in der Vorschau schon gesehen gehabt. Die Corgis. Und ja, ich bin tatsächlich Corgi-Fan. Also ich finde Corgis total niedlich. Auch wenn ich jetzt keinen selber habe oder so, aber ich finde sie niedlich und auch genau in dieser Fellfarbe. Also ich glaube, das heißt ja Fuchsfarben. Und ja, sehr süß. Mal gucken, wo ich die verwenden werde. Ja. Und das war das Set schon. Ja, ich werde mir dann einen Tag aussuchen, wo ich das dann mit euch benutze. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ja, ich mache die Fortsetzung dieses Videos im neuen Jahr. Denn ja, wie es nun mal so ist, keine Zeit gehabt. Ja, ich habe mir den 26. Oktober jetzt ausgesucht für die Deko mit diesen Kätzchen und so. Ich habe außerdem hier schon mal draufgeschrieben, was ich an Text habe für diesen Tag. Ja, es ist jetzt nicht viel Text, weil irgendwie. Ja. Aber ich muss da auch nicht so viel Text haben. Meistens ist es halt so, dass ich einfach nur so ein Stichwort brauche und dann kann ich wieder halt, weiß ich wieder, was da war. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so drauf erpicht, viele Worte zu verwenden. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich mir noch gar kein Washi-Tape zurechtgelegt habe. Das mache ich jetzt mal schnell. So, da bin ich wieder. So, ich habe mir jetzt diese beiden Washi-Tapes hier ausgesucht. Dieses hier ist von HEMA. Das weiß ich noch. Dieses hier ist, glaube ich, irgendwie so eine
von Rico oder irgendwie sowas. Also so eine Marke, die man halt so bei McGuides und so bekommt. Ja, habe ich beide schon, naja, das noch nicht so lange, das schon länger. Und ja, ich dachte, die passen jetzt ganz gut so vom Farbthema her. Also das hier mal gucken. Aber ich wollte halt auch noch so ein bisschen andere Farben mit reinbringen. Ich denke mal, dieses wird als Brücke so zwischen dem und dem so ein bisschen... ihr seht das gar nicht. Also dieses hier wird so als Brücke zwischen dem und dem so ein bisschen fungieren, denke ich mal. Ja, ich werde mal als erstes hier das Washi-Tape aufkleben. Und nebenbei erzähle ich vielleicht einfach mal erstmal, um was es auf dieser Seite hier geht. Auf dieser Seite hier geht es um einen Tag. Da hatte meine Schwiegermama mich zum Frühstücken eingeladen. Mich und meinen Junior. Wir waren dann hier in so einem Café essen. Da gibt es immer ein ganz tolles Frühstücksbuffet. Und ja, da hatte sie mich, wie gesagt, eingeladen. Und danach waren wir noch zu C&A und sie hatte irgendwann mal, hatte sie zu meinem Mann gesagt, dass sie ihm ja immer so viel kaufen würde an Klamotten und so, aber mir halt nie. Und deswegen wollte sie mir dann unbedingt halt auch was schenken, was für mich jetzt aber eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass man mich jetzt gleich behandelt. Ich meine, es ist halt ihr Sohn, da ist es dann... Also ist für mich jetzt nicht obligatorisch, dann auch was zu bekommen immer. Weil es für mich halt ganz normal ist, dass sie vielleicht ihrem Sohn was Gutes tun möchte. Und, ne? Naja, aber es ist ja alles lieb. Und zufälligerweise brauchte ich halt auch eine neue Winterjacke. Also habe ich das ihr gesagt. Und dann haben wir halt bei C&A nach einer neuen Winterjacke geguckt. Außerdem habe ich mir dann noch ein paar Leggings mitgenommen, weil ich halt unheimlich gerne Leggings trage, anstatt Jeanshosen oder so. Und ja, also haben wir dann auch noch mal zwei Leggings mitgenommen, die sie mir dann auch bezahlt hat. Obwohl ich hätte die eigentlich auch gerne selbst bezahlt, aber gut, sie hat sie jetzt einfach dann auf dem Stapel mitgenommen. Und ich halt beschwere mich dann auch nicht. Ich bin dann auch dankbar, naja, wie das halt so ist. Und ja, das war eigentlich dann der Tag, so im Groben. Und die Jacke, die mag ich auch wirklich gerne, die ziehe ich auch immer wieder an. Weil sie hatte halt auch so ein bisschen die Angst, dass ich mir jetzt einfach sowas aussuche, nur damit sie Ruhe gibt. Aber nee, die Jacke ziehe ich auch gerne an. So, und ich habe mir jetzt diese beiden Kätzchen hier ausgesucht. Also einmal diese hier und einmal diese hier. Weil die irgendwie kommen die mir so vor, wie ich mich manchmal so fühle, wenn ich mich so richtig mädchenhaft anziehe. Nämlich halt so, weil die sehen ja jetzt nicht so wirklich niedlich aus oder mädchenhaft aus, sondern es sieht ja eher aus, als würde da so ein Junge in einem Mädchenkostüm stecken. Und so fühle ich mich manchmal auch, wenn ich mich halt so richtig mädchenhaft irgendwie anziehe. Also fühle ich mich manchmal auch so, als würde ich nach außen hin so falsch wirken halt, weil ich bin ja vom Charakter her auch eher so ein bisschen burschikoser, also mehr so ein bisschen jungenhaft und dadurch kann das halt sehr schnell falsch wirken, wenn man einen dann halt so kennt und ich fand diese beiden Katzen, die passen irgendwie so perfekt dazu. Ja, also habe ich die dann rausgesucht und dachte, die klebe ich hier einfach mal mit auf. Habe ich jetzt die Folie hingepackt, da. Also irgendwo sind sie halt ganz niedlich, aber irgendwo auch wieder nicht. Und das fand ich jetzt irgendwie ganz cool, weil das passt halt so zu mir. Ja. So, und dann habe ich mir überlegt, ich nehme entweder dieses Katzenoutfit hier. Und dazu, naja, entweder hier so schwarze Beine, weil ich ja wie gesagt gerne Leggings anziehe, weil die Jacke halt auch blau ist. Und naja, ich dachte dann, ne, dann passt das vielleicht. Anna, und dann habe ich auch noch diese hier gefunden, die passt eigentlich auch ganz gut, auch wenn sie jetzt keine Brille hat und so helle Haare. Ja,
Also eine von beiden würde ich wahrscheinlich jetzt mal nehmen. Und die hier fand ich auch ganz cool, weil die halt so eine Herzchenform macht mit den Händen. Aber das muss ich halt gucken, ob das jetzt alles dann hier so wirklich hinpasst. Und wie das dann so im Endeffekt alles so aussieht. Aber ich denke mal, ich werde jetzt diese hier nehmen. Weil, naja, ich meine, hier könnte ich eine hinkleben. Oder nehme ich beides? Nee, ich nehme diese hier. Ja. Ja, ich hoffe mal, ihr habt euer Neujahr und euer Weihnachtsfest und so weiter schön verbracht. Seid gut reingekommen. Es ist nichts vorgefallen oder so. Weil das ist ja immer das Schlimmste, wenn es an solchen Feiertagen irgendwas ist. Deswegen hoffe ich für euch, dass alles gut gelaufen ist. Ich benutze jetzt hier diese lustigen Hunde, die so ein bisschen nach Frühstück aussehen. Ja. Bei uns ist es ganz ruhig verlaufen, eigentlich wie jedes Jahr, seitdem meine Tochter da ist. Es ist halt nicht mehr so, also man kann jetzt nicht halt ständig irgendwie Party machen und so, wenn die Kinder halt da sind. Und aber wir waren vorher auch nicht so die Partymenschen, deswegen ist das alles in Ordnung. Und ja, ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, diesen Tintenfischhund hier, den benutze ich noch, weil es dann nämlich auch noch so eine Würstchen gab. Ich meine, Onigiri ist halt auch so ein typisches japanisches Frühstück irgendwie. Also, naja, nicht unbedingt typisch, aber man bekommt es halt auch so als Snack halt mal. Also nehme ich den auch einfach. Also wenn man schnelles Frühstück braucht, dann holt man sich halt morgens auch gerne mal so eine Onigiri. Und in unserem, in unseren Hotels haben wir teilweise auch Onigiri zu essen gekriegt zum Frühstück. Deswegen meine ich, dass das halt auch so ein schnelles, typisches japanisches Frühstück ist irgendwie. So, hatte ich hier noch was mir irgendwie gefallen hatte? Ich glaube sonst nicht. Also, zumindest nicht zu dem Thema passend. Ja. Dann mache ich, glaube ich, nur noch dieses Love hier hin. Und ja. Ja, also wie gesagt, bei uns ist das alles sehr ruhig verlaufen. Und ich glaube, ich mache jetzt noch diese Tante hier in dem Grünen dann hier so hin. Ja. Und halt einfach mit Weihnachten auch einfach mit der Familie. Nichts Spannendes halt. Naja, ihr könnt mir ja berichten, ob es bei euch irgendwas Spannendes zu berichten gibt. Irgendwas Tolles irgendwie vielleicht, ob ihr vielleicht was Tolles zu Weihnachten geschenkt bekommen habt, das ist ja auch immer noch so die Sache, ne? Ich habe einen neuen Schreibtischstuhl bekommen, auf den sitze ich gerade und darüber bin ich auch sehr froh, weil mein alter Schreibtischstuhl hat sich halt auch schon in seine Bestandteile aufgelöst, deswegen war es deutlich Zeit für einen neuen. Und ja, ansonsten habe ich halt nur Geld bekommen. Und ja, das war's dann schon. Die Kinder wurden natürlich mit Geschenken überhäuft, wie das nun mal so ist. Aber das soll ja eigentlich auch gar nichts anders sein, ne? Also, was wäre ein Weihnachtsfest ohne Kindergeschenke? Ja. Und damit ist meine Seite auch schon fertig. Das war sehr schnell. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.